Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 Playtest. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist irgendwo ein Goldnugget. So, weil ich wurde auch gefragt, was sind das für gelbe Ringe, die da rumliegen? Ja, das sind die Goldnuggets. Und ein Kommentar, der in letzter Zeit ziemlich häufig kommt, ist, warum sammelst du nicht die Goldnuggets ein? Bist du doof? Da kriegt man eine Million. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Freund von solcherlei Sachen bin, ne? Also irgendwie hier in dem Spiel dann plötzlich mit ganz viel Geld, weil dann hat man das nicht erspielt und so weiter. Ich habe aber auch sehr viel eure Kritik gelesen in den letzten Videos, in den letzten Folgen und werde auch basierend darauf so die ein oder andere Sache noch ändern. Erstmal müssen wir hier aber mal wieder an die Ernte in unserem neuen Drescher. Und dazu muss ich erstmal das Schneidwerk wiederfinden. Ich glaube, das hatte ich da unten irgendwo, da wo der gelbe Punkt ist, habe ich das da geparkt. Ich weiß es gar nicht. Und ja, vielleicht sollten wir hier auch trotzdem nochmal Halle aufstellen, weil wir hier gerade im Moment hauptsächlich unsere Felder sind. Ich weiß es nicht. Wir haben Raps angebaut und eine Frage, die mich ja schon seit längerem umtreibt, ist, wie sind jetzt eigentlich die Verteilungen? Was ist, rechnet sich am meisten, was rechnet sich am wenigsten? Wisse, meisten? Entschuldigung. Und ja, es gibt da schlaue Männer, die dann auch mal eine Excel-Liste bemüht haben und dann einfach mal nachgeguckt und haben festgestellt, naja, die Unterschiede sind marginal mittlerweile. Also, ob man jetzt das, das, das und jenes anbaut. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen uns einfach danach treiben, was wir gerade brauchen. Und das wird wahrscheinlich dann letztlich das Gewinnbringendere sein. Dann wurde ich immer wieder gefragt, welche Map ist das, woher hast du die und kannst du den Umbau auf Mod Hub hochladen? Ja, ihr wisst, Giants und ich, das ist eine Geschichte, ich sag's mal, voller Missverständnisse. Und deswegen kann ich natürlich keine Map, die auf modhoster.de zu finden ist, in den Mod Hub hochladen. Und deswegen kann ich euch nur wärmstens empfehlen, Modhoster als ja, die Mod-Plattform eures geringsten Missvertrauens zu verwenden. Und wie gesagt, ich habe meine Mods grundsätzlich nur von Modhoster. Und verstehe nicht zum Beispiel die anderen Kritik, die sagen, ja, ich kann da keine Mods runterladen, wieso geht denn das nicht und so. Also einfach mal richtig hingucken, richtig lesen. Das sollte eigentlich, aber ich werde dazu vielleicht nochmal ein kleines Video machen. Dann, ja, also dann habt ihr gefragt, welche Map ist denn das und so weiter. Dafür habe ich ja die Videobeschreibung. Also steht genau drin, wie die Map heißt, wo man sie runterladen kann und manchmal hilft die Videobeschreibung. Da stehen auch viele andere Sachen drin, auch viele interessante. Und da würde ich halt gerne einladen, die auch häufiger mal zu konsumieren, die Videobeschreibung. So, wir haben also gelernt, vom Ernte- und Ertragswesen her macht das hier nicht so viel Unterschied, was wir wo ernten. Das heißt, wir können das hier erstmal so lassen. Gucken wir mal, was machen denn die Tiere? Und dann stellen wir fest, wir müssen mal an dem Stroh arbeiten. Und da habe ich etwas Neues für uns, und zwar habe ich erworben diesen wunderschönen Einstreuer hier von der Firma Kuhn, den Primor 150-70M. Und den werden wir jetzt erstmal testen. Und ihr seht auch am Kontostand, ich habe nochmal ein bisschen Mission gemacht, daran gearbeitet, dass wir jetzt auch mal ein bisschen zügiger vorankommen. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, wie läuft es denn hier mit dem, kriege ich das hin und wie läuft das? Die Map, übrigens, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Die Map wurde mittlerweile ein bisschen gefixt. Also seht ihr, die Felder werden ja richtig angezeigt. Die sieht auch richtig hübsch aus, wenn man drauf guckt. Ich zeige das mal kurz. Hat der Map-Ersteller, so. Hat der Map-Ersteller also die Sachen, die ja nicht so schön aussahen, jetzt auch entsprechend, ja, behoben und so weiter. So. Meine Stimme ist immer noch nicht wieder richtig da. Ich hoffe, dass das nichts Dauerhaftes wird. Aber für ein paar Folgen sollte es hoffentlich reichen. Nach wie vor habe ich großen Spaß mit diesem Spiel. Ihr seht es daran, dass ich auch immer zwischendurch spiele. Und ich glaube und hoffe mal, dass auch dem letzten Kritiker jetzt klar geworden ist, wie ich das meine mit LS, diese Hassliebe. Ja, also dieses, ich liebe das Spiel, aber, ne? So. Wo war denn jetzt der größte Bedarf? Der war durch über den Schweinen. Das heißt, da fangen wir mal an. Jawohl, die Schweine brauchen Stroh. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das auf einem hinkriegen. Wir haben übrigens bei diesem
Inspection Mod haben wir noch weitere Optionen. Aber das war jetzt nicht die Option, die ich gesucht habe. Ah. Okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Und hier habe ich mal Strom angelagert. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gezeigt habe. Ich glaube schon. Ups, weil ich so stolz drauf war. So, und da werden wir jetzt einen Ball... Muss ich den jetzt aufmachen irgendwie? Nee, ne? Oder wie war das? Muss man den aufmachen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Muss ich den erst aufklappen? Ich glaube, man kann den auch so reinschmeißen. Aber wofür ist denn das Aufklappen dann? Kann man da irgendwie rückwärts reinfahren? Wir gucken mal eben in die Hilfe. Das Menü steht jetzt ein bisschen doof da. Hallo? So. Hier abladen, Türe öffnen. Und das war, glaube ich, so, dass man mit der Türe konnte man Rundballen hinten drauf laden. Aber wir haben ja Quaderballen. Das heißt, ich werde das jetzt mal so versuchen. So, also wir werden jetzt versuchen, ohne Teleskoplader von unseren wunderbar... Also die sahen vorher noch wunderbar aus, diese Ballenstapel. Werde ich jetzt mal probieren, die hier runterzuladen. Runterzuladen? Runterzuholen? Das klingt halt auch nicht besser. Ja, und da sehen wir schon das erste Problem. Wir müssen also den Stapel teilen. Weil der halt so hoch ist für den normalen Frontlader. Und das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier in der Mitte reinstechen. Oh Gott, aber das kann doch alles nicht gut gehen. Es war so schön aufgestapelt hier. So, ich hatte ja schon mehrfach angemerkt, dass mir schon mal geraten wurde, ich solle Pastor werden, weil wenn der Pastor in der Kirche am Predigen ist, dann schlafen alle und wenn ich mit dem Trecker rumfahre, beten alle. Oh, 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 oh! Ich rede übrigens nicht, weil ich gerade so gespannt bin, ob das irgendwie klappt. So. Hier stehen natürlich die Ballen auf meiner Gabel drauf. Da muss ich die eben einmal runterschmeißen hier. So. Und dann nehmen wir einen Ballen und das neue Ballenhandling mal zu testen. Haben wir ja auch schon teilweise im Multiplayer. Und was habe ich noch als Anregung von euch mitgenommen? Ihr möchtet auf jeden Fall mehr sehen, dass wir mehr, sagen wir mal, Dinge machen, die wir auch sonst noch nicht so viel gemacht haben. Es wurde übrigens mal wieder eine Unterstellung. Das ist immer so geil, was ich da lese. Ich habe ja ein bisschen noch nicht in meinen LS13 und LS15 Videos waren wir ja immer sehr schnell bei der BGA. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und da gibt es jetzt, das sind so diese Leute, die auch irgendwie glauben, dass die... Bilderberger und so, an der Macht sind in Wirklichkeit, die haben jetzt herausgefunden, dass ich die BGA nicht zeige, weil die ja verbuggt ist und ich deswegen Giants nicht darf. Natürlich. Also, wenn es einen Kanal gibt, dem sowas scheißegal ist, ja, dann sollte mittlerweile bekannt sein, dass mir das egal ist. Nee, es hat sich noch nicht ergeben, aber wir werden das auf jeden Fall machen. So, und ich glaube, das funktioniert so nicht, was ich hier tue. Ich glaube, das muss man doch anders machen. Ich dachte einfach, wir laden den Ballen da rein, aber nein, wir müssen offenbar wirklich dann hier hin, die Klappe aufmachen. Wollen wir denn einen anderen Trecker noch hier? Das machen wir mal irgendwie hier. Wir müssen ja ohnehin dann gleich mal abfahren. Ja, das ist der Abfahrtrecker, den brauchen wir noch. Wie voll ist denn der Raps? Ach, wir müssen sowieso jetzt erstmal abfahren. Ha, hab ich Glück gehabt. So ist also bei uns hier immer was los. Jetzt überlege ich gerade, wo fahren wir am besten lang? Wir fahren am besten... oben lang, ne? Ist ja schön, wenn die Map funktioniert. Also, mal eben einmal zum Abladen fahren. Dann wurde ich gefragt, ja, wann holst du denn den JCB? Weil wir freuen uns da drauf. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt unsere erste Prio ist. Folgende Überlegung dazu. Also, ich mache mir auch Gedanken zu dem, was wir spielen. Wir haben ja... Oh, der große Platz hier ist weg. Das ist umgebaut worden. Okay, da müssen wir mal gucken, ob unser Hütchen noch da steht. Wir haben ja das Problem, dass wir den JCB brauchen, wenn wir viel von langen Strecken hin und her fahren. Ist aber im Moment noch nicht der Fall.
Deswegen bin ich noch nicht sicher, ob das jetzt schon so sinnvoll wäre. Denn der JCB hat eines, der hat eine sehr hohe Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h. Aber ich habe offscreen so ein bisschen getestet. Der hat, ja, er erreicht diese Geschwindigkeit. Er hat eine Beschleunigung. Die ist ziemlich schlecht, sagen wir es mal so. Sagen wir es, wie es ist. Also die Beschleunigung ist sehr schlecht. Das heißt, der würde sich, das ist jetzt so meine Einschätzung, würde der sich lohnen, wenn man wirklich lange Strecken fährt. Und das tun wir im Moment noch nicht so extrem, weil wir noch relativ nah alles beieinander haben. Also im Geiste nicht, da kennt ihr mich ja genug, aber ansonsten. Also würde sich das unter dem Aspekt wahrscheinlich noch nicht so rechnen. So, und dieser neue Drescher geht natürlich auch hier ran, wie Moppy ans Gehackte. Da müssen wir natürlich gleich die nächsten Maschinen ran machen. Ja, was gehört zu den neuen Dingen, die ich testen möchte? Ich werde also hier jetzt gleich mal andere Sachen an... Was ist denn jetzt los? Das sieht aber komisch aus da vorne. Seht ihr das? Das sah gerade aus, als wenn das Getreide in der Luft hängen würde. Sehr, sehr merkwürdig. Also ihr seht auf jeden Fall, ich lese immer alle Kommentare und ich freue mich auch, dass ihr so viel kommentiert und die Videos auch weiterempfehlt und mich da unterstützt. Das freut mich sehr. So. Helfer B wird blockiert. Das ist so ein bisschen Absicht, damit wir mal eben hier fertig werden. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den Seetrecker gleich. Wir sehen übrigens jetzt ja auch bei der GPS-Mod, beziehungsweise bei, na, wie heißt es denn? Drive Control. Wird uns jetzt angezeigt, wie voll der Drescher noch ist. Da sehen wir da unten dann 0% jetzt. Der Drescher, der am nächsten ist, auf dem Feld ist, wo wir gerade sind, da kann man das dann ablesen. Auch da nochmal der Hinweis natürlich, auch der von nordwurster.de. So, mit dem müssten wir jetzt eigentlich direkt schon wieder weitermachen. Mit dem will ich jetzt aber auch nicht zum Hof fahren. Ach, es nützt nichts. Komm, wir machen das mit dem hier. Ich sehe schon, ich habe es wieder verkackt. Aber es finde ich auch einige charmant, ne? Diese Mischung aus Unwissenheit und Selbstsicherheit. Selbstsicherheit ist eigentlich jetzt nicht eine Eigenschaft, die ich gerne, die ich bei mir sehen würde. So. Da fahren wir mal zu den Schweinchen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Der ist übrigens angeblich, ist der mit einem Ballen voll. Jetzt guckt euch das mal an. Das kann doch nicht sein, oder? Also das finde ich jetzt, das fände ich dann schon ein bisschen wenig, wenn er damit voll wäre. Ups. Ja, deswegen also den JCB ein bisschen nach hinten geschoben. Da werden wir auf jeden Fall, werde ich da noch ein bisschen mich gedulden oder wir uns. So, dann können wir hier hin. Und jetzt können wir den anschmeißen. Und schon fängt er an, hier das Stroh zu verteilen. Der Ballen ist immer noch drin. Welche Tiere brauchen noch Stroh? Gucken wir mal. Die Kühe, da können wir noch ein bisschen einstreuen, dann haben wir das auch. Und dann gucken wir mal, was wir bei der Silage machen, denn wir wollen natürlich auch die BGA testen. Und da gibt es ja den massiven Bug, oder gab es, ich glaube, der ist mittlerweile gefixt, dass die Silage nicht aus den Wänden rauskam und deswegen immer ein Reststand drin war. Sollte das bei euch noch der Fall sein und die Fehlerbehebung trotz Patch oder so nicht geklappt haben, kann ich euch wieder was empfehlen vom Mod-Hoster, nämlich da gibt es einen Mod, der heißt, wie heißt denn der nochmal? Auf jeden Fall ist es so eine Silo-Walze und die holt die Silage aus der Wand raus, wo sie nicht reingehört. Also auch da, Hilfe ist unterwegs. Also hier kann ich nicht das Stroh reinkippen. Warte.
So. Jetzt müsste ja eigentlich das Rohr umdrehen. Also das war jetzt auch nicht so ganz richtig. Gut, ich würde sagen, laden wir noch einen auf und dann sind wir ja mit dem hier auch erstmal soweit durch und dann werde ich weiter ernten und wir müssten mal eben gucken, was das Silo macht. Das müsste ja eigentlich auch fertig sein, weil dann brauchen wir da auf jeden Fall noch weitere Futtermittelgeräte und eventuell können wir da auch mal zur BGA fahren und was da abkippen, denn wir können auch schon wieder mähen eigentlich und wir, also was wir eigentlich hier sehen jetzt am Hof ist, dass die Traktoren zu wenig werden. Und ihr habt kommentiert, dass ich sollte mal testen, die Mähkombi vorne, hinten, nur vorne, vorne und dann mit einem Trecker wie zum Beispiel dem Valtra L kann man dann, Profi-Tipp von mir, ihr könnt dann diese Rückfahreinrichtung nutzen, da das Mähwerk dran machen und dann könnt ihr hinten den Schwader dran machen und das funktioniert. Oder vorne. Also was dann vorne ist, ne? Oh, dann habt ihr eine Kombi, die sowohl mäht, im selben Zug auch schwadet. Und das ist ja wieder so ein typischer Garderoll, ne? Also Dinge zeigen, die euch das Leben hier auf dem Bauernhof erleichtern, die vom Spiel möglicherweise so vorgesehen sind, möglicherweise auch nicht. In dem Fall glaube ich schon, weil ja diese Vorrichtung extra drin ist. Und wir haben diese neue Maschine. Der Trecker sieht doch schon wieder alt aus. Ihr habt doch gesagt, ihr sollt mal meine Maschinen sauber machen. Eigentlich warte ich eher darauf, dass es Regen gibt. Also diese Kombis zu entwickeln, da gab es ja dann früher auch die Kombi, ich mache meinen Düngerstreuer vorne dran und dann beim Sehen wird direkt gedüngt und so. All diese tollen Tipps habt ihr auch bei mir im Kanal ja auch mal schon gesehen und das soll auch in Zukunft so bleiben. So, beim Thema Frontladerbedienung würde ich mich jetzt nicht auf meinen Kanal verlassen, da bin ich ja selbstkritisch genug. So, und dann gucken wir mal, was macht denn eigentlich das Silo? Denn wir haben bald, wenn wir hier mal drauf schauen wollen, bei den Kühen, wir haben so viele Tiere, wir haben halt kein Gras mehr, das müsste man nachladen und wir brauchen natürlich dann Mischfutter. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir brauchen ein Mischfutter-Ding, aber das haben wir noch da stehen. Aber wir haben kein Gras und so abgeladen, nicht? Das heißt, wir müssten uns dann noch überlegen, ob wir dann vielleicht Grasballen machen oder so. So. Dann wurde mir gesagt, ja, beschwer dich doch nicht wegen dem Silo. In der Realität machen wir das doch auch so. Man deckt doch das Silo nur so weit auf, wie man es braucht. Richtig. Ja, stimmt. So habe ich es nicht gesehen. Auch eine coole Idee eigentlich. So, und jetzt können wir hier mal versuchen, würde ich sagen, nochmal Mischfutter herzustellen. Aber ich glaube, wir brauchen echt einen weiteren Trecker noch. Dass jetzt hier schon wieder ein Trecker ist, der Grünlandbearbeitung machen kann. Aber dann wäre natürlich wirklich die Überlegung, nimmt man dann JCB, ne? Weil dann sind wir ja eh dran, wenn du weißt, was ich meine. Wir holen mal eben die Schaufel. Ich finde es auch gut, wie professionell ich mittlerweile um Ecken rumfahren kann, ohne was mitzunehmen. Ach so, genau. Ja, das war nämlich der Punkt. Jetzt weiß ich es wieder. Deswegen habe ich es nicht ausprobiert. Wir haben ja noch nicht die Lady-Kombi. Oder die Lilai oder lalala. Was auch immer. Ansonsten könnten wir das auch mal probieren. Wir können das auch mit dem Kompaktlader machen. Aber dann sehen wir... Warte mal. Sollen wir das mit dem Kompaktlader machen? Aber der hat nicht so ein langes Ding, ne? Und kein langes Ding zu haben, ist da in der Tat ein Nachteil. Ja, wie dem auch sei, das alles seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Garderoll spielt mit euch den Landwirtschaftssimulator 17 hier im Playtest. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.